Ja, er spielt sogar Wolf. Tatsache. Kann man machen, auf jeden Fall. Also das ist ein Charakter, der auf jeden Fall gegen Pokémon-Trainer. Genau, das ist nämlich, das ist auch der Grund, wieso er den gepickt hat, wahrscheinlich. Wolf hat ein ziemlich gutes Matchup auf Pokémon-Trainer, also Pokémon-Trainer struggelt ein bisschen damit. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Aber wir sehen, was Warp hier draus macht. Der Vorteil, den er natürlich hat, ist, dass Justin nicht auf seinem Main ist. Meistens ist der Secondary ein bisschen weniger geskillt. Vor allem irgendwann durchschaut man diesen Ja. Secondary meistens. Oh oh. Ich habe Justin zu Wolf auch noch nie spielen sehen, deswegen bin ich besonders gespannt. Den hat er eben schon gegen. Oh. Oh! Aber er kann auch recovern mit dem Switch, ja. Ja. Den hat er eben schon gegen Beißel gespielt, zwei Games. Ah, ärgerlich, ein bisschen Putt. Nach der Back-Air wär, nach dem Backthrow wäre sogar eine Back-Air-Tour gewesen, glaube ich, aber er hat leider eine Up-Air gemacht. Oh, der Two-Frame. Ah, aber richtig nice Recovery mit dem Flabbits von Rob hier. Okay, er landet mit dem Feuer. Oh, er hat sie slightly Oh, misspaced. das hätte Eigentlich. eine Down-Air sein können. Ja. Oder näher oder so. Eigentlich willst du mit Glurak immer genau an die Ledge. Und nicht irgendwie gegen die Stage knallen und so. Rob kann das auch eigentlich ganz gut. Ja, gegen das Schild willst du nur knallen, wenn das so low ist, dass du es brichst. Oh, okay. 100, bei 208% stirbt er dann. 208 Glurak zu auch echt 38%. heavy. So Top 4 Heavy Character, glaube ich. Nach DKK, Wool und Bowser. Ja, Okay, jetzt also er packt er macht den ihm schon Stick echt aus. viel Schaden, ne? Also jetzt gerade Oh. outplayt er ihn ein bisschen. Ja. Und es ist halt gar nicht so gut für Rob gerade, dass beide kontinuierlich Damage nehmen, weil Rob hinten liegt. Aber Oh. ja, hätte er nicht so nervös instant die Ja. zweite Downer gemacht, sondern ein bisschen abgewartet und die getimed, wäre das der Stock gewesen. Hätte Das er ist so eine safe bekommen Sache, die ich bei können. Rob öfter beobachtet habe, wenn er im Bracket spielt, dass er dann ein bisschen nervöser ist. Und das, woran ich das am ehesten erkenne, ist, dass er Options instant pickt, anstatt kurz zu warten, wenn das eigentlich besser wäre. Ja, ich sehe das immer daran, Aber die dass Downer hat Leute ihre gesessen. Kombos nicht bekommen, weil sie Short Hops machen. Das ist, wenn sie Ja, zu schnell stimmt. Sprung into A machen, dass sie dann Short Hop bekommen. Das hatte ich mal ganz schlimm in diesem Raum, als ich gegen Beißel gespielt habe. Damals waren auch noch hier die Spieler, deswegen war das genau hier. Und als Ledge Strip wollte ich ihn immer backairen mit Full Hop und ich habe immer Short Hop gemacht, jedes Mal. Und ich habe halt einfach die Sprungtaste zu kurz gedrückt, weil ich Oh. nervös war. Oh, Ja. aber hier jetzt mit diesem nicen Gimp Das ist konnte gar Rob nicht den so zweiten sch Stock das securen. ist gar nicht so leicht, wenn man aufgeregt ist, naja, die Inputs noch Ja, richtig zu bekommen, weil das man denkt immer, ist. schneller ist besser und ich muss jetzt noch schneller machen, aber, Es ist ne? halt auch komplett einfach Gewöhnungssache. Also am Oh. Anfang ist man halt nervöser und irgendwann gewöhnt man sich dann daran. Am Anfang muss man mit Wolf Up-Throw Up-Air machen. Oh, interessant. Am Anfang Up-Throw Up-Air und dann Down-Throw Dash Attack. Genau, bei 0% funktioniert Down-Throw Dash Attack bei den meisten Noch Charakteren nicht. nicht. Ja, ich verstehe. Ja, ich muss sagen, Wop ist ziemlich gut zurückgekommen. Ne? Er hat jetzt ein Lead. Der Squirtle scheint mit Abstand am besten zu funktionieren von den drei Pokémon Habe ich in dem sowieso das Matchup. Gefühl, dass das sein bester Charakter ist. Also, Also. Wop wird immer wieder gesagt, dass er besonders gut mit Ivy ist, dass er den besonders Okay. viel spielt und dass er halt den besonders gut kann und gute Kombos mit ihm hat. Die Sache ist, ich glaube, Squirtle ist der beste Charakter von den drei. Finde ich auch, ja. Und Wop hat halt ein gutes Combo-Game und kann so diese schnellen Plays, deswegen ist sein Squirtle auch nicht bad. Auf jeden Fall ist sein Charizard sein schlechtester, das steht fest. Ich finde am schwer. Oh, Oh, richtig gutes schön. Landing gepunished mit der F-Smash, let's go. Er kommt also noch zurück. Ja, das Comeback. Ich glaube, Rob war noch nie Fünfter hier, ne? Also Nee, Justin Wop auf war auch jeden noch gar Fall. nicht so oft hier. Ja. Tatsächlich. Ja, Justin. Ja, der ist jetzt das erste Mal Top 8. Fünften Platz hat er jetzt sicher. Wenn er jetzt verliert, hat er schon mal den fünften. Aber gerade sieht es ja nicht so aus, als würde er verlieren. Das erste Game gegen den Wolf. Souverän geholt mit einem Comeback. Auf Am jeden Anfang sah Fall. es schwierig aus. Ja, clean. Ich bin auch gespannt, ob Justin auf Wolf bleibt. Wenn das gar nicht sein Main ist. Oder, oh, auf Villager jetzt. Ah, schade. Villager war leider nur ein Fake-Out. Ich hätte mich schon gefreut. Wäre bestimmt ein Ja, ein richtig paar cooles Bäume Matchup geworden. pflanzen. Ja, so die Bowlingkugel runterwerfen von der Kante und so. Oh, ich mag Downthrow Villager. into Forward Air. Der ist so bescheuert, der Charakter. Ich mag es einfach so gerne. Mudabito. Ja, so Pokémon Stadium. PT hat auf jeden Fall Heimvorteil. Das kann man nicht leugnen. Aber die Rolle war, glaube ich, aus Versehen gerade nach dem Charge. Ja, also Justin spielt insanely defensiv. Er campt ihn komplett out. Guck mal, 38% Chip Damage von den Lasern. Ja. Das ist viel. Er macht das gut. Er macht das gerade sehr gut. Also genauso, wie man ihn spielen soll. Ich Ja. meine, der hätte jetzt nicht sein müssen. Er hätte genauso gut einfach safe Nairs am Rand machen können. Oder darauf Ja, ein Ledge spekulieren, Trap zum anstatt einem Beispiel. Edge Guard wäre besser Ja. gewesen, glaube ich auch. Er Und hätte hätte zum Beispiel wahrscheinlich ein darauf bisschen. spekulieren können, dass er mit Ivy versucht, mit der Upbeat so eine, ich weiß nicht, Beefy Upbeat zu machen. Ja. Und die schilden und dann schön mit dem Down Smash rein oder so. Ich glaube, das wäre.
nicer gewesen. Da hat Justin auf jeden Fall gut darauf reagiert, dass überhaupt eine F-Smash gecharged hat. Ist außen rumgesprungen mit Jump Get Up, hat ihn gebackaired. Und jetzt hat er das Advantage und hält das auch schon sehr lange. Mhm. Glurak ganz knapp am Überleben, aber... Oh, okay, ja. Jetzt sind sie wieder im Neutral gewesen kurz, aber nicht lange. Nee. Ja, auf dem Schild vom Gegner landen. Das hat er sehr gut gemacht. Also genauso soll es eigentlich laufen für Justin. Ja, er macht das jetzt deutlich besser als im ersten Game, dass er Warp approachen lässt. Also genau das, was seine Strat mit Seth gegen mich war vorhin, ist jetzt auch anscheinend seine Strat mit Wolf gegen PT. Macht ja auch Sinn. Wolf hat ein Argument, wieso man ihn approachen muss. Oh, Missinput, glaube ich. Ich glaube, er wollte mit Side-B covern. Aus Versehen eine Up-B gemacht. Aber ich meine, auf dem ersten Stock mit Prozenten, es gibt schlimmere Momente für ein SD, I guess. Mhm. Oh, aber Warps, Kombos sind auch nicht, sitzen auch nicht gerade. Normalerweise, wenn man so von dem Low-Percent, also auf Low-Percent gegrabt wird von Shiggy, hat er unintentional Footstool. Das ist witzig, wenn du, wenn Shiggy Side-B macht, wenn du ihm auf den Kopf springst. Ja, und dann Footstools, dann ist er irgendwie 3 Sekunden oder so gestunt und kann gar nichts machen. Du kannst richtig nice. Forward-Smashen, das versiehst du so selten. Oh, er hat es versucht. Er hätte vielleicht keine Down-Air machen sollen, sondern einfach rauf-Fast-Fallen. Vielleicht hätte es dann geklappt, dann hätte er einen Hard-Punish gehabt. Beim Shiggy stirbt auch so early. Shiggy hätte er Up-Smash machen können. Ja. Ein bisschen aufladen, batz. Ja, das hätte ihn gekillt schon, ne? Shiggy ist so leicht. Ah ja, die Backer war safe gespaced. Kam halt trotzdem der Shield-Grab von Justin hier, aber wurde nicht gepunished. Okay, mit der Up-Air. Aber ich bin echt gespannt, ob Justin auf Wolf bleibt, wenn er dieses Match verliert. Ich hoffe eigentlich, dass er switcht. Ich hätte eigentlich Bock, das Sephiroth-PT-Matchup zu sehen, aber wenn er meint, das Matchup ist so schlecht oder unspaßig oder keine Ahnung, wieso er genau Wolf spielt, dann ist das natürlich auch nachvollziehbar. So, keine Ahnung wieso, aber ist nachvollziehbar. Wolf ist ein Charakter, also viele haben einen Secondary. Der ist aber nicht so nice. Ja, viele Secondary in Wolf, ne, weil er auch gut Matchups covert und leicht zu spielen ist. Ja. Aber halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann ist es schwer, consistent mit ihm zu sein. Ja, mit Wolf kommt auch dein Decision-Making einfach übelst krass durch. Nicht so sehr der Execution-Skill, finde ich, aber einfach, wie du dich positionierst und welche Moves du dir verwendest und ob du approachst. Also vor allem, dass du es halt nicht machen sollst. Oh, der Tech-Chase auf der Plattform. Damn, das ist ein 2-0 für Warp. Oh, Winners Finals ist das nicht, sondern Losers Quarters. Das ist da unten bei Text. Yeah, let's go. Let's go. Ihr seid so ruhig geworden. Ja, im Chat wurde gar nichts mehr geschrieben, ne? Wo schon niemand im Stream ist gerade anscheinend, mache ich nochmal Werbung für das Turnier in Flensburg. 2. April, Sonntag, kommt alle ran. Free Entry, 50 Euro Prize Pot, Free Drinks. Ich weiß nicht, was da dagegen spricht. Ja, und Flensburg und Alkohol ist erlaubt, im Gegensatz zu Arcadia Smash 4. Ja, also Flensburg ist eine nice Stadt. Gönnt euch auf jeden Fall mal Flensburg. Wir sehen den Sephiroth, let's go, darauf hatte ich Bock. Wir sind sogar da. Das hatte ich gehofft. Ich hoffe, er wird jetzt nicht einfach weggestormt, sondern gibt ihm so einen richtig nicen Kampf. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass er weggestompt wird. Justin Sephiroth ist ziemlich gut. Also ich habe vorhin gefressen, wie gesagt. Oh, ja. Ja, das ist so stark, ne? Da, Backthrow into Back Air. Ich finde es echt krass, wie oft das Tool ist und richtig oft killt das auch einfach. Sah richtig weird aus mit der Tether Recovery von Ivy Guard. Hast du das gesehen? Sah irgendwie so, wie als wäre er in die Explosion rein und dann doch nicht. Achso, nö. Ja. Er hat, glaube ich, einfach nur unten gechillt. Er hat auf jeden Fall gut gemacht, dass er nicht den Giga-Flare abbekommen hat. Ja, das kann man mit, ich glaube, mit Pokémon-Trainer kann man sehr gut stallen, was das angeht. Also erstmal mit dem Rankenhieb oder Abi halt von Ivy, aber halt auch einfach mit den Jumps von Glurak. Ich finde es interessant, dass Warp versucht, ihn zu Down-Air-Spiken, weil viele Leute respektieren die Abi von Sephiroth ja extrem stark, wenn er sie auflädt, aber Warp hat gerade einfach trotzdem versucht, den Dunk zu hitten. Und die Down-Air von Ivy ist auch so riesig, das hätte auch fast funktioniert. Oh. Oh, das war aber mutig. Wollte er ihn durch die Stage mit dem Tether hitten, kurz bevor Gigaflare explodiert, hat die Weak-Spot von Gigaflare abbekommen und 169 überlebt. Oh, let's go, ja. Genau darüber habe ich noch im Zug über ihm geredet. Ich meinte irgendwie, mit Glurak ist das nice, wenn man einen Schritt nach vorne dash shieldet und dann eine Auto-Shield-Option macht. Ja, Up-Smash ist übelst schnell für so einen starken Charakter. Ja, ist auch hier eine Frame-6-Option tatsächlich, die Up-Smash von Glurak. Wie kannst du Jumps so covern? So ein bisschen wie links. Ja, nur 2 Hits statt 3 Hits, aber ähnlich.
Oh. Und was kommt jetzt für eine Combo? Der Air-Dodge gemistimed. Danach noch ein Panic-Air-Dodge von Rob. Langsam auf den gefährlichen Prozenten. 82 als Gürtel. Ich denke, er wird jetzt auch switchen. Ja, guck mal, er kann immer schön unten hängen bleiben, wie du vorhin gesagt hast. Und dann kriegt er das nicht ab. Okay, okay. Also was man auf jeden Fall sagen muss, der Sephiroth läuft besser als der Wolf, ne? Leute, glaubt an eure Mains. Ihr müsst nicht nur für das Matchup wegpicken. Oh. Jetzt ist es wieder even. Mann, das muss ich gerade sagen. Ich habe hier mal Dr. Mario gespielt. Und da warst du auch so, oh, wieso sehen wir nicht den Bowser, sondern den Dr. Mario. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da hat irgendwie jeder Dr. Mario gespielt. Ja, ja, Niceface hat uns motiviert, ja. Dr. Mario ist aber auch cool. Ich habe den danach eine ganze Zeit lang als Funchar gespielt, weil ich den sehr spaßig finde. Nur wenn man gegimpt wird, ist halt nicht ganz so geil mit ihm. Okay, kein Kill möglich. Sephiroth hat keinen Kill vor und ich bei 170. Aber hier, die Disjointed Back Air geht einfach durch den Firebreath durch. Okay, also nochmal. Oder Flamethrower, wie der Move heißt. Zum letzten Mal jetzt hier Shiggy gegen Sephiroth. Zum letzten Mal? Ja, im Was Sinne soll das von, heißen? So von, im Sinne von, wenn er jetzt zum Beispiel so auch, 70-80% so hat, dann wird er den nicht nochmal rausholen. Ja, stimmt. Ja, guter Punkt. Er will nicht so early sterben. Wobei ich schon oft gesehen habe, wie Rob das gemacht hat. Aber dann ist er dafür auch gestorben, dann macht er es jetzt nicht mehr so oft, glaube ich. Ja, also grundsätzlich ist es halt meistens so, wenn er so über 100% hat, dann holen die Leute schon eher Glurak raus. Wenn sie dann die Distanz haben, dann vielleicht nochmal Ivy. Ja, er versucht ihn gerade auf jeden Fall mit Ivy zu finishen. Finde ich auch interessant. Oh ja, Glurak sogar. Glurak hat die beste Killpower von den drei und stirbt halt am spätesten. Bei Ivy ist es dann halt so die Kombos, also er könnte zum Beispiel näher into Fair oder Back Air machen, näher into Upby. Oh, aus Versehen, er ist aus Versehen gepivotet. Das wurde gepunished mit der Downs. Oh. Oh nein, was? Oh nein. Ah, das Ende. Damn. Super unlucky. Was ist da passiert? Das muss ich mir hier nochmal angucken gleich. Ich habe das nicht. Er ist an der Stage vorbeigefallen, glaube ich, war dann viel zu tief, hat die Upsmash, hat die Upby dann benutzt, die hätte nicht mehr gereicht, selbst gecharged, glaube ich.